Guten Abend, meine Damen und wir freuen uns ganz herzlich, dass wir heute Abend hier sein müssen. Ja, wir zeigen Ihnen unser aktuelles Programm. Genau. Ja, das heisst... Zivilisation. Zivilisation heisst es. Zivilisation. Also uns geht es ein bisschen darum, Ihnen zu zeigen, was ist heute in, ja, was ist Trend, was boomt. Ja, und Entschuldigung, gerade zum Beispiel eine Frisur von Ihnen, ja, oder was davon übrig geblieben ist. Das ist heute jetzt vielleicht eher out, ja, ja. Muss ich jetzt ja. Sagen. Ja. Ja. Ja, es ist vielleicht so ein bisschen from yesterday. Das sind recht steif heute. Hallo. Ja, wir merken, Sie sind noch nicht so richtig warm gelaufen, das ist aber kein Problem für uns. Vielleicht können wir uns gerade etwas zu nutzen machen. Gerade kürzlich haben nämlich der Mann und ich zusammen einen Tantra-Kurs belegt. Dort haben wir gelernt, dass es unserem Körper verschiedene Wärmezonen gibt. Ja? Genau. Das ist einer von diesen ganz intensiven Bereichen an unserem Körper. Ja. Das ist unser Brustbereich. Genau. Ja, das können wir uns vielleicht gerade zu nutzen machen. Kann ja. Vielleicht jeder mit seiner rechten Hand im Sitzpartner links nebendran. Einfach ein bisschen massieren. Ja. Nur Brust. Ja, sehr schön. Ja, sehr. Du brütest in Sauna. Ja, jetzt merke ich, jetzt müssen wir Gas geben. Aber ich habe das Gefühl, doch aus Ihnen kann man noch mehr rausholen. Ja? Versuchen wir es doch einmal mit Musik. Sie wissen ja auch, Musik reist mit. Wir können das Ihnen gerade beweisen. Achtung. Stopp. Wir haben ja gedacht, dass es heute Abend einen Krampf gibt. Zweite Chance, Musik reist mit. Ja. Hey Lanza, du hast recht gehabt, Johnny. Die machen den Scheiß mit. Wenn wir jetzt schon bei der Musik sind, ich weiss nicht, ob Ihnen schon aufgefallen ist, wenn Sie Musik hören, hinter jedem Lied steht ein Leben. Das heisst, ein Komponist erzählt in seinen Liedern von seinem Leben. Wie zum Beispiel auch die Sängerin von Ihnen am See. Hä? Aus den USA. Der Dunkel. Eine Verkältung. Nein. Ein Schnupfen. Ein Husten. Whitney Husten. Sie kennen vielleicht auch den Elvis Presley. Der Elvis. Er ist ja eher auf beleibte Frauen gestanden. Ja, hat das ja auch niedergeschrieben in dem Song «Love me tender». Genau, wir können jetzt auch noch ein bisschen weiter zurückgehen. Ja, ins Zeitalter der Klassik. Ja, Tschaikowski. Sie kennen sicher alle den Tschaikowski. Ich weiß nicht, ob Sie gewusst haben, er war ja ein Hobbyfußballer. Und er hat einst in einem Match hat er einen Ball knallhart in sein Körperzentrum bekommen, ist dann heimgegangen und hat den berühmten Nussknacker komponiert. Wir können dann zu einem anderen Kompositeur gehen. Einer, der Musik gemacht hat. Der Johann Sebastian Ludwig van Mozart. Ja. Ja. Der Mozart, der hat nämlich auch nach seiner ersten Liebesnacht, ja, mit einem Mann, ja, hat er Zauberflöte komponiert. Immer vergessen das Notenrad. Nein, das muss jetzt heute sein. Muss das jetzt heute sein? Das ist jetzt. Warte, es ist der Eros Ramazzotti. Ja, warte. Ja, ciao Eros, sono io Emanuele. Ciao mio piccolino mafioso. Ja, hey, nein. Nein, ist nicht gut jetzt. No bene. No, ich bin. Io sono a Zugo. Was? Gnorski Zugo? Ah, no. Zugo è un piccolo gaffo. Si. Ja. Nein, los. Nein, ist nicht gut. Ich habe keine Zeit. Was heisst, ich habe keine Zeit? Hört doch auf. Eros, è gut. Adesso io non ho tampo adesso. Ja, fa bene. Ja, calmi più tardi. Ja, tschüss, ciao Eros, tschüss Rama, ciao Zottel, tschüss, ciao. Das war der Eros, hey. Wir sind lange miteinander im Mädchenriegen. Jeder von Ihnen hat ein Nattel. Das ist ja wahnsinnig, was man mit diesen kleinen Dingen... Schnell, ja, Entschuldigung, nur schnell jetzt zu Ihnen zeigen. Ich kann jetzt hier bei dem Nattel ins Möni... Ja, ja. Kann man sich rasieren, ja. Ich habe jetzt eine neue Erfindung aus den USA. Dort tun es vor allem Kinder abladen und brauchen es dann auf dem Schulplatz. Da können wir so. Ach, Scheiße!